Ja, Mexiko. Spiel gegen Mexiko. Die 10 Millionen Euro, die die Kanzlerin spontan für den Mauerbau dem Herrn Trump zugesagt hat, die müssen die Spieler aus eigener Tasche bezahlen. Das ist die Konsequenz aus diesem Debakel gegen Mexiko. Ich habe 4 Tage gebraucht, um das alles zu verdauen, aber das macht nichts. Ich habe hier Rudolf, mit dem habe ich mich getröstet. Ich habe gesagt, Rudolf, wir haben uns lange darüber unterhalten, wie soll das gegen Schweden weitergehen. Der Bundestrainer war also völlig überrascht, dass Mexiko so stark war, hatte aber einen Tag vorher im ZDF-Interview noch gesagt, also wir müssen aufpassen, dass die Mexikaner uns nicht überrennen. Die versuchen also schlagartig mit 7 Mann draufzugehen, Unordnung, Chaos zu schaffen, um dann schnell vorzustoßen und ein Tor zu machen. Rein zufällig ist das auch so gekommen, aber er war nicht vorbereitet. Im Nachhinein war er überrascht darüber, dass er die Aussage getätigt hat, nehme ich mal an, weil es ist mal was eingetroffen, was er gesagt hat. Und wie gesagt, gegen Mexiko, da waren so viele Defizite, man kann da nicht die einzelne Person rausziehen, das geht nicht. Wir müssen uns also darüber Gedanken machen, wie wir die Sache fertig kriegen. Und deshalb bin ich also der Meinung, man sollte sich mal überlegen, wenn man jetzt hier sieht vom ZDF, so zum Beispiel die Analyse war sehr gut, habe ich mich tierisch drüber gefreut. Es ging darum, dass bei dem Tor der Mexikaner, und zwar der Mexikaner ist auf unser Tor zugelaufen mit einer Geschwindigkeit von 26 km/h. Der Schiedsrichter mit 23 km/h und Kimmich hat versucht, die beiden einzukriegen mit 21 km/h. Das heißt, Kimmich war der langsamste von allen. Der Rest war, glaube ich, gar nicht anwesend. Die haben das gar nicht erst versucht. Und das ist schon bezeichnend. Also darüber sollte man sich Gedanken machen. Haben Sie auch, Sie haben sich also jetzt, sind ja jetzt nach Sochi, egal wohin, sind ja jetzt umgezogen. Da ist die alte Unterkunft Wataruku, also das hört sich so an wie so ein Name von irgendwie dem Endhof der Wikinger, wie Valhalla, Watsuki da. Das hatte ja den Charme einer Sportschule. Damit waren sie ja gar nicht zufrieden. Und deshalb sind die da jetzt weg. Man hat sich also darüber ein bisschen beschwert, dass man da untergebracht wurde. Da war eben nichts los. Ne? Tja. Und meine Frau hat das an sich auf den Punkt gebracht, als sie diese Nachricht gehört hat, dass sie sich beschwert haben. Die sagte einfach nur, die sollen arbeiten und nicht in Urlaub fahren. Deshalb ist es ideal, wo sie sitzen, solange sie sich nicht ein Zelt aufbauen müssen. Auch eine gute Einstellung. Jetzt geht es also gegen Schweden. Gegen Schweden können wir gar nicht verlieren, weil ich habe schon den Maßnahmenkatalog, also die Saudi-Arabien und der Iran und Saudi-Arabien war das, glaube ich, die haben auch gleich einen Maßnahmenkatalog. Das erste Spiel haben sie ja verloren. Da wurden gleich 3 Leute praktisch nicht enthauptet, aber quasi enthauptet, indem sie einfach rausgesetzt werden. Der Torwart, der beste war von allen bei den 5-0 gegen Russland, der wurde gleich entlassen. Dafür haben sie gleich einen Fliegenfänger reingesetzt. Der ist gleich beim ersten Mal vorbeigesegelt. Also das hätte ich auch noch geschafft. Sehr wahrscheinlich wäre ich nicht so hochgekommen beim Fliegen, aber ich wäre zumindest vorbeigekommen. Und genau so einen Maßnahmekatalog haben wir jetzt auch, wenn wir gegen Schweden verlieren sollten. Nämlich das ist eine ganz einfache Geschichte, weil da passieren Dinge dann, die sind dann nicht so gut. Wir haben einen großen Vorteil, warum wir gewinnen werden gegen Schweden, und das ist, weil Herr Seehofer und Frau Merkel, die haben, oder was umgekehrt, Frau Seehofer, Herr Merkel, haben ja beschlossen, dass sie also so eine Art Waffenstillstand haben, noch so für 2 Wochen. Also die Grenzen bleiben noch offen. Also unsere Nationalspieler haben noch die Möglichkeit, länger hier wieder einreisen zu dürfen. Also können die also beruhigt aufspielen. Und das nächste, das ist dann, was dann passiert. Bei der nächsten Unterkunft dürfen die, wenn sie also verlieren, also wenn es im nächsten Turnier eine Unterkunft gibt, dann müssen die sich ihre Möbel selber aufbauen. Und
Dann kriegen die nur nackte Zimmer und dann kriegen sie so ein Paket da reingestellt und dann dürfen die sich ihre Inneneinrichtung selber aufbauen. Dreimal dürft ihr dann raten, von welchem schwedischen Hersteller das sein wird. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Dann wollen wir mal gucken. Dann ist das schöne Leben nämlich vorbei. Ne? So, was gibt es sonst noch zu sagen zur WM? Es ist also der Videoschiedsrichter macht einen guten Job erstaunlicherweise. Das klappt ganz gut. Ich hatte mir da an sich mehr Spaß von erhofft. Und die haben mich ein bisschen enttäuscht quasi. Und ja, so die alle Favoriten oder Mitfavoriten oder Hochgehandelten tun sich unheimlich schwer. Ob das nun Spanien ist, Portugal ist, alles knappe Siege. Argentinien ist, glaube ich, heute noch dran, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich schaue hier mal so auf den Monitor daneben. Ja, da ist halt gerade Dänemark, ist da gerade fertig. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die gespielt haben. Ach so, ja, von rechts nach links. Und da müssen wir dann auch mal weiterschauen. Hier Rudolf, Mehmet, Germany hat auch gesagt, wir werden gewinnen. Wir drücken die Daumen, wir sind vorne dabei. Wir jubeln am Samstag. Samstag 20 Uhr geht das los. Ich habe praktisch meine Wunden geleckt mit dem Mexiko-Spiel. Das ist für mich jetzt abgehakt. Ich werde also keine mexikanischen Gerichte mehr essen. Das habe ich also für mich schon beschlossen. Das Land ist urlaubstechnisch für mich auch gestorben. Aber ansonsten bin ich nicht nachtragend. Ich werde vielleicht noch mal gucken, ob ich nicht jemanden die Suppe noch versalzen kann. Und dann ist es an sich ganz schön. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin eine schöne WM. Es ist sonst nichts Neues dazugekommen. Es waren keine großen Skandale. Die Ex-Nationalspieler hacken nach wie vor auf Mehmet rum. Der ist der Prügelknabe der Nation, hat ein bisschen selbst dafür gesorgt, aber okay, man könnte das jetzt auch mal stoppen und sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, nämlich das Überstehen der Vorrunde. Wir sind ja noch nicht mal irgendwo in einem Achtel oder das ist ja alles noch weit weg. Worst Case wäre natürlich das Ausscheiden, aber er sagt hier, machen wir nicht und ich vertraue ihm.